Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch das Zenit RR Bundle von Raf Camora. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Bundle-Inhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zum Bundle, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Zenit RR von Raf Camora, das Ganze am 10. Januar erschienen. Wir haben hier mal wieder ein Bundle aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, es ist endlich erschienen. Es ist noch gar nicht so lange her. Da ist das letzte Album von Raf rausgekommen, Zenit. Das habe ich euch ja bereits vorgestellt, die Box und die Vinyl. Und auf diesem Album, beziehungsweise in der Box damals, wurde es angekündigt, dass es zu Zenit einen Nachfolger gibt, und zwar Zenit RR. Gab es damals in der Box auch schon das Snippet inklusive Release Date. Und jetzt am 10.01. war es schließlich soweit. Zenit RR ist erschienen als Bundle. Jawohl, etwas ungewöhnlich, denn das Ganze gab es regulär nicht zu kaufen. Also weder bei Saturn noch Mediamarkt noch anderen. Es gab es wirklich nur exklusiv im Corbo Online-Shop. Wir haben hier das Bundle bestehend aus dem Album Zenit RR und dem Shirt. Es gab das Ganze in verschiedenen Ausführungen. Also es gab verschiedene Kappen, Shirts, Trainingsanzüge, Hoodies, alles Mögliche. Ich habe mich in diesem Fall für das Shirt-Bundle entschieden und das werde ich euch heute vorstellen. Gut, bevor wir die Folie abmachen, hier haben wir noch einen Sticker und zwar lesen wir hier RAF BLAM T-Shirts, Zenit CD plus Zenit RR Shirt. UVP 29,90 €. Dann haben wir rechts und darüber noch einen Barcode. Dann werden wir das Ganze mal aus der Folie holen. So, die Folie, die Verpackung hier ist auch nochmal extra gebrandet. Corbeau d'Or. Und so sieht das dann aus. Packen wir mal zur Seite. Ebenso, also hier ist dann auch noch Papier drin. So, dann packen wir das Shirt auch nochmal zur Seite und starten wie immer mit dem Album, das ja auch noch in Folie ist. So, wo öffnen wir das am besten? Wahrscheinlich hier. So, wunderbar. Also, hier haben wir das Album im Digipack. Hier oben haben wir das Logo von Zenit, den Raben. Dann lesen wir hier Raf Camora. Dann haben wir hier japanische Schriftzeichen. Das hier heißt übrigens Zenit. Also dieses und dieses japanische Zeichen ist Zenit. Dann haben wir links unten Zenit, rechts unten RR, die Initialen von Raf Camora, also Rafael Ragucci. Auf der Seite lesen wir auch wieder Raf Camora Zenit RR. Dann haben wir die Katalognummer von, Moment, wenn es scharf stellt, von Independenza, seinem Label. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Jawohl, es sind 10 Tracks an der Zahl. Wir haben auf diesem Album 9 Features und einen einzigen Solo-Track. Der erste Track, Bin Weg, ist ein Solo-Track. Und ansonsten ist jeder Einzelne hier mit Feature. Wir haben hier Features mit dabei von Bones MC, Casey Rebel, Lent, UFO 361, Bowser, Contra K, Ahmad, Amin, Yoshi, Mitsu und Gallo Nero. Dann haben wir hier die Beteiligten plus einen Barcode. Zenit Album CD lesen wir hier oben noch. Dann schauen wir mal hinein. Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass es so eine RR-Variante gibt. Zum Album Anthrazit gab es das damals auch. In diesem Fall aber nur in der Papphülle. So, wir haben hier ein Digipack. Hier kommt uns einmal der Künstler entgegen. Raf, hier in Schwarz und Gelb mit jede Menge Raben. So kennt man ihn. Und dann haben wir hier CD Nummer 1. Das ist CD Zenit, Zenit, also das ursprüngliche Album Zenit hier nochmal mit dabei auf CD. Lesen wir auch dahinter nochmal in Gelb und Schwarz, Zenit CD 1. Und Zenit RR haben wir dann hier rechts. Also wir haben hier die zweite CD,
Hier steht dann auch Zenit RR. In diesem Fall dann in Gelb und Schwarz. Und dahinter Zenit RR CD2 zu lesen. In der Mitte findet das Booklet Platz. So sieht das aus. Auch hier in Gelb und Schwarz. Dann haben wir hier einmal die Infos zu den einzelnen Tracks, als auch Fotografien. Hier ist Raff abgebildet und auch hier steht sein Name. Wir haben hier die Infos zum Track, also wer hat das produziert, gemixt, gemastert und wo wurde es aufgenommen. Erster Track, bin weg. Dann geht's weiter und hier haben wir dann auch die Features fotografiert, also in diesem Fall Bones. Dann haben wir Casey Rebel. Dann haben wir hier Lent, Uvo 361, Bowser, Contra K, Ahmad Amin, Yoshimitsu und Gallo Nero. Also, wie gesagt, die neuen Features auf den 10 Tracks verteilt. Zum Abschluss hier im Booklet gibt es dann nochmal die Infos zu den beiden CDs, also die gesamten Tracklists. Und dann haben wir hier noch die weiteren Infos plus Beteiligten. So, dann machen wir das mal wieder rein. Hier lesen wir dann auch noch Booklet Inside. So, und dann kommen wir zum zweiten Teil des Bundles. Und zwar zum Shirt. So, wir haben hier ein schwarz-gelbes Shirt, passend in den Farben des Artworks. Und wir haben hier einmal über die komplette Länge von unten nach oben den Schriftzug Zenit RR. Und in der Mitte lesen wir dann auch noch Corbo Sportivo. Also es ist so eine Fusion zwischen Zenit RR und Corbo. Corbo ist ja die Marke von Raff. So, dann schauen wir nochmal kurz auf die Rückseite. Hier haben wir dann auf dem Rücken ein riesengroßes X. Also das X steht ja im Römischen für die Zahl 10. Und die Zahl 10 spielt ja auch eine nicht unrelevante Rolle. Denn das X kommt ja aus dem Römischen, also Römisch X, das ist die 10, die Zahl 10. Und das Album ist erschienen am 10.01., 10 Wochen nach Zenit. Es sind auf diesem Album 10 Tracks und wir haben 10 Künstler auf diesem Album, also eben Raff und 9 Features. Ja, also das X hier sehr umfangreich besetzt. Dann lesen wir hier wieder in diesem X Sportivo, Corbo Sportivo. Dann haben wir hier den gelben Balken zum Abschluss, der oben dann auch nochmal hier in den Nacken geht. Und wir haben es bei diesem Shirt zu tun mit einem Corbo in der Größe M. Die Größe war damals frei wählbar. Und wir haben hier wieder Zenit RR und Raff Camora auf dieser Marke hier stehen. Jawohl, das Ganze ist, schauen wir nochmal kurz, ob wir unten einen Zettel finden. Ja. So. Corbo, Size M, designed in Berlin, made in Istanbul, Türkei. Und wir haben, wo haben wir es? 5% Elastan und 95% Baumwolle. Also, made in Turkey, Grüße gehen raus. Wir packen das Shirt wieder zusammen. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in diesem Bundle befindet. Einmal das eben gezeigte Shirt in der Größe M. Wie gesagt, Bundle war frei wählbar. Ob ihr jetzt das Shirt nehmt oder irgendwas anderes, ist euch überlassen. Ebenso die Größe. Und als zweiten Inhalt haben wir natürlich das Album Zenit RR mit insgesamt 10 Tracks und 9 Features. Und auch das reguläre Album Zenit ist hier mit dabei. Jawohl! Das alles in diesem wunderbaren Bundle Zenit RR von Raff Camora. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. dem Bundle? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Raff Camora unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.